Nächster Redner ist Michael Pock von den NEOS. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, ich habe mir einiges von der heutigen TTIP und damit angehängten CETA-Debatte erwartet, aber also es ist hauptsächlich die Unwahrheit bis jetzt gesagt worden. Also ich würde, das ist eine ganz unerwartete Allianz für mich, am ehesten mich jetzt auch beim Herrn Präsidenten Schultes finden. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also wenn ich jetzt einen Vergleich heranziehe, und das wurde die Anfrage vom Kollegen Steinbichler gelobt, wie gut und zielgerichtet sie ist. Das ist wie, wenn Sie am Mittwoch ein Vorstellungsgespräch haben und am Montag davor wissen wollen, wie es ausgegangen ist. Diese Fragen stellen Sie dem Ministerium. Und kritisieren dann, dass sie nicht das Resultat auch übermittelt bekommen. Die Verhandlungen zum Landwirtschaftskapitel haben noch nicht stattgefunden. Es gab vor 3 Monaten Gespräche, die nicht zum Erfolg geführt haben. Es sind im Juli die nächsten Verhandlungen. Der Umwelt- und Landwirtschaftsminister hat vorletzte Woche noch nicht mal gewusst, ob das Landwirtschaftskapitel jetzt im Juli überhaupt verhandelt wird, weil es eben so kritisch gesehen wird von beiden Seiten. Das heißt, sie verlangen etwas, was es gar nicht gibt. Spannend war auch die Argumentation vom Kollegen Janach, dass alles dermaßen intransparent ist und dass man überhaupt nicht wüsste, wie denn das Ganze jetzt bei CETA wäre. Und CETA, also das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen, gilt ja weiterhin als Blaupause für das TTIP. Jetzt ist aber der Punkt, dass das Ergebnis, also der Vertragstext von CETA, ist auf der Webseite der Europäischen Kommission. Das kann man jederzeit nachlesen. Jetzt wird kritisiert, man weiß nicht, was da genau drinnen steht. Und jetzt ist auch die Frage, dieses Teufelszeug, weil das immer geredet wird. Was bedeutet Freihandel? Welche Rechte, welche Standards werden abgesenkt? Wie schaut es denn dann ganz konkret aus? Wie schaut denn solcher Verhandlungstext aus? Ich möchte jetzt hier nur 2 Beispiele herannehmen. Aus dem Landwirtschaftsbereich CETA. Kanada wird die Zölle für 90,9% sämtlicher Agrar-Zolltariflinien mit Inkrafttreten des CETA abschaffen. Nach 7 Jahren soll es 91,7% sein. Die EU wird ihrerseits 92,2% der Agrarzölle abschaffen. Nach 7 Jahren sollen es 93,8% sein. Die restlichen Prozentbereiche, die sind jene Bereiche, die von den Mandatsgeber, nämlich von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und von den Vereinigten Staaten, als die sensiblen Bereiche der jeweiligen Agrarwirtschaft definiert werden. Und das sind genau jene Bereiche, über die wir die ganze Zeit diskutieren, die ohnehin ausgenommen oder massiv eingeschränkt sind. Weil von welchem Resultat sprechen wir denn beispielsweise bei CETA? Die Milchprodukte wurden angesprochen. Wir könnten unseren, oder wir werden, im CETA werden wir von 100% unseren Umsatz für die Bäuerinnen und Bäuern, Bauern auf 130% knapp steigern. Gleichzeitig den Marktanteil der europäischen Produkte in Kanada von 2 auf 4% verdoppeln. Und im Gegenzug nehmen wir jetzt das Schweinefleisch her, weil das wurde ebenfalls kritisiert. Was ist denn beim Schweinefleisch? Beim Schweinefleisch wurden Kontingente freigegeben. Wie viel machen diese Kontingente im gesamteuropäischen Kontext aus? 0,4% des Gesamtschweinefleischs kommt dann aus Kanada. So, wir reden von 0,4%. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Aussagen an, die wichtig sind für TTIP und auch für CETA waren. Auf der einen Seite hat Phil Hogan das österreichische Parlament damals informiert, also jetzt hier noch zur Zusatz der europäische Agrarkommissar, dass er davon ausgeht, dass es ein gemischtes Abkommen sein wird, was bei CETA jetzt auch nicht ganz klar war, aber von der Kommissionsseite her wurde das kommuniziert, dass TTIP ein gemischtes Abkommen sein wird. Das bedeutet, die Mitgliedstaaten können dann über ganz konkrete Texte, nämlich 90%, 93% Schweinefleisch, Milchprodukte diskutieren und müssen nicht den Teufel an die Wand malen. Das machen sie jetzt, solange sie diese Texte nicht haben. Auf der anderen Seite war der US-Chefverhandler, der Kollege Bierkluber war damals auch dabei, auch im österreichischen Parlament, und was hat der gesagt? Von Seiten der USA ist dieses Right to Regulate, was der Staatssekretär auch erwähnt hat, ein relevantes und zentrales Anliegen. Warum? Weil nämlich die Bundesregierung in den Vereinigten Staaten gegenüber den 50 Bundesstaaten genau das gleiche Problem hat wie die Europäische Kommission, das Europäische Parlament gegenüber den noch 28 Mitgliedstaaten. Das heißt, all die Dinge, die Sie heute zu TTIP sagen, stimmen einfach nicht. Ich kann nicht behaupten, dass sie nicht eintreten, aber sie stimmen aus heutiger Sicht nicht, weil der Vertrag nicht existiert. Und das Einzige, was nämlich auch die Frau Kollegin Ecker angesprochen hat, sie ist die Stimme des Volkes und möchte das Volk vertreten, und unter den neoliberalen Gesichtspunkten, die ihr bis jetzt bekannt sind, wird sie jedenfalls kein TTIP unterstützen.
das ist vollkommener, verzeihen Sie, ich versuche da jetzt wertschätzend zu sein, aber es ist Humbug. Weil wenn der Vertragstext nicht vorliegt, ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und als Politiker, jenen Wissensstand, den wir haben, nach außen zu tragen, die Debatte zu fördern und keine Ängste zu schüren, sondern zu sagen, wie binde ich die Menschen ein? Wie binde ich die Menschen ein, wenn dann das Vertragswerk vorliegt, mein Abschlusssatz, Frau Präsidentin, wenn der Vertragstext vorliegt, damit wir auch in Österreich, und zwar in der Bevölkerung und im Parlament, eine Mehrheit haben. Dankeschön. Michael Pock von den Neos kritisiert, dass im Nationalrat Unwahrheiten zu TTIP verbreitet worden seien.